Hey da, meine Freunde, und willkommen zurück zu Expeditions Viking. Wir sind hier auf dem Markt von Ribe und haben mit dem einen oder anderen schon gesprochen. Jetzt steht hier natürlich noch der Ragnar. Den haben wir noch nicht gesprochen, das hatte ich schon angekündigt. Den plaudern wir als nächstes. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Ein kräftiger junger Mann steht vor ein paar Verkaufsständen und versucht, Kunden anzulocken. Als sein Blick auf dich fällt, lächelt er. Ah, hi Loxel, werter Herr. Deinem edlen Auftreten nach zu urteilen, gehörst du gewiss zum Hochadel. Brauchst du vielleicht noch Sklaven für dein Anwesen? Ja, du bist Sklavenhändler? Das habe ich doch gesagt. Bist du interessiert? Sklaverei ist mir zuwider. Blödsinn. Sicher. Ich werde mal einen Blick darauf werfen. Okay, das sind die Sklaven. Ja, Sklaven können zum Aufrüsten eingesetzt werden. Preziosen. Und hier hätten wir noch Rohmaterial. Also der tauscht und Felle tauscht er. Ah ja, genau. Diese vier Sachen tauscht er. Für 12 Rohmaterial bekäme ich 1 Sklaven. Ich handle mal erstmal nicht. Weiß nicht, ob mir das viel bringt. Ich versichere dir, dass sie alle bei bester Gesundheit sind. Brauchst du denn wirklich keinen? Woher stammen deine Waren? Das aktuelle Angebot habe ich im hohen Norden, genauer gesagt in Svealand, nach einer Schlacht zweier mächtiger Clans erworben. Ihr Clan war stark, aber letztlich eben nicht stark genug. So spielt das Leben. Ich kaufe grundsätzlich nur die stärksten und gesündesten Sklaven. Meine Kunden haben die Gewähr, dass sich die Anschaffung bereits nach wenigen Jahren bezahlt machen wird. Ja, das klingt doch gut. Also greifen wir doch nochmal zu. Wir nehmen uns ein paar Sklaven mit. Wir können 1.200. Das handeln wir. Wir holen uns noch ein paar für Felle mit. So, das sieht doch gut aus. Ich denke mal, das passt. Die anderen drei kriegen wir jetzt nicht gekauft. Also theoretisch schon. Komm, holen wir noch einen mit. Ich weiß noch nicht, wofür ich die einsetzen soll. Also, kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ha, vielleicht ein andermal. Außerdem, jetzt hat er Geld für Sklaven vielleicht gekriegt. Vielleicht kauft er noch mehr Sklaven. Ich kann hier später richtig ordentlich einkaufen. Gut, was bleibt uns noch übrig? Sklavenhändler haben wir durch. Die Laute haben wir auch durch. Ida, die Laute. Ja, schauen wir doch einfach mal in unsere Aufgabenliste. Die gebrechliche. Und ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Reise nach Ribi an, teure Söldner an, rekrutiere mindestens 9 Gefolgsleute für deine Expedition. Denk darüber nach, Gunnar einen Platz in meinem Gefolge anzubieten. Das habe ich getan. Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Gefolgsleute. Und natürlich die Söldner aus Ribi. Die restlichen Aufgaben hier unten habe ich schon alle gemacht. Ein letztes Schlückchen mit Ingimars Haus. Ja, oder die gebrechliche. Ins Kulthaus. Kulthaus. Ist das sowas wie ein Tempel? Ich glaube, das ist der Tempel. Ich glaube, das machen wir. Wir gehen in den Tempel. Das ist Jarlhaus. Halfdan Schmied. Da könnten wir auch mal auftauchen. Baufälliges Haus. Tempel. Was hat das baufällige Haus zu bedeuten? Ach, das ist, ja, da haben wir die Ratten vertrieben. Die Kinder. So, dann ist hier. Perfekt, hier ist der Eingang zum Tempel. Ich glaube, wir gehen mal in den Tempel. Dann können wir diese Aufgabe auch lösen. Oder zumindest vorantreiben. Und wenn wir das gemacht haben, was machen wir als nächstes?
Schauen wir mal. So, ich bin mal gespannt. Okay. Einmal mit der Maus umsehen. Okay, das Ding kann man sich anschauen. Mit ihr kann man sprechen. Hier kann man noch was anschauen. So, dann schauen wir hier einfach mal drauf. Neben Freyas Schrein wurden ein Teller mit einem süßlichen Pulver abgestellt, umgeben von einem Haufen kostbarer Juwelen, die der Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit und Krieg geopfert wurden. Okay, was steht hier dran? Der detailliert gemeißelte Hammer auf Thors Schrein wurde abgewetzt durch viele Jahre des Betens zum Gott der Stärke, Stürme und der Ernte. Okay, und das wird wahrscheinlich Odin sein. Jemand hat sorgsam ein edles altes Schwert an Odins Schrein gelehnt, wodurch er ohne Zweifel die Gunst des Gottes der Weisheit, Hexerei und des Todes zu gewinnen erhofft. Klingt doch gar nicht schlecht. Können wir das auch machen? Okay, Svana. Das ist zumindest die einzige, mit der wir offiziell sprechen können. Das versuchen wir doch gleich mal. Die Gydia ist noch jung, kaum älter als du selbst. Ihr blondes Haar ist kunstvoll geflochten und ihr farbenfrohes Kleid ist mit komplizierten religiösen Symbolen bestickt. Sie begrüßt dich mit einem höflichen, aber distanzierten Lächeln. Ihre Stimme klingt seltsam rauchig. Willkommen! Mein Name ist Svana. Ich bin eine Gydia. Ich bin eine Gydia hier im Tempel. Ist dies dein erster Besuch bei uns? Ja, ich hatte noch nie die Gelegenheit, dieses Haus zu betreten. Dann fühlen wir uns geehrt, dich begrüßen zu dürfen. Bist du gekommen, um die Hilfe der Götter zu erflehen? Ja, eigentlich eher bin ich wegen der Medizin hier. Ich brauche Medizin für eine kranke Freundin. Sie nickt höflich und sieht dabei durch dich hindurch, als sei sie mit den Gedanken ganz woanders. Wir helfen immer gerne. Bitte beschreibe ihre Krankheit. Sie hat tiefsitzenden, schrecklichen Husten und Fieber hat sie auch. Sie ist seit Wochen bettlägerig. Kannst du ihr helfen? Die Gydia starrt weiter vor sich hin. Ja, ich hoffe es. Ich brauche dafür allerdings die verschimmelte Borke des Trollbaums. Ja, okay. Wo steckt denn dieser Baum? Steht denn dieser Baum? In den Sümpfen südöstlich von hier, suche den Stamm nach gelbgrünen Schimmelstellen ab. Wenn du mir diese Borke bringst, werde ich ein Heilmittel für dich brauen. Okay, das klingt einfach. Dann, ich möchte eine Opfergabe darbringen. Mal sehen, was daraus wird. Sie breitet die Arme aus und deutet auf die beiden Schreine an den Seiten des Raums. Wir haben hier Schreine für Odin, Thor und Freya. Auf Wunsch nehme ich aber auch gerne Opfergaben für jeden beliebigen Äsir oder Vanir, den du beschwichtigen möchtest, an. Okay, da geht's weiter. Diese Opfergabe verbleiben dann hier im Tempel, bis sie beim Frühlingsblot zusammen mit den anderen Opfergaben dargebracht wird. Am besten wäre es natürlich, wenn du beim Blot persönlich zugegen sein könntest. Was ist denn dieses Blot? Steht natürlich hier nicht dabei. Tja, was machen wir denn da jetzt? Wir können Odin für Schnelligkeit beschenken. Wir können Thor für Stärke beschenken. Freya für Schutz im Kampf. Dann hätten wir hier noch Tyr, Disziplin, den Balder, ich nenne ihn mal Balder, für Glück und natürlich noch den Heimdall für Wachsamkeit.
Wachsamkeit wäre natürlich für Lagern ganz interessant. Glück. Welche Fähigkeit ist mit Glück verbunden? Ich finde Glück gut. Ich nehme Glück. Glück klingt klasse. Wohlstand des Clans angestiegen. Wohlstand. Naja. Ich hätte jetzt gern irgendwie was gesund macht, weil meine Leute sind alle gar so ein bisschen verkrüppelt. Da brauchen wir irgendwie Unterstützung. Dass die uns nicht heilen kann. Na gut, okay. Aufgabe soweit erfüllt. Wir können hier nicht mehr machen. Die Geschichte möchte ich mir jetzt noch nicht anhören. Ich würde sie dann hören, wenn wir zurück sind mit dem ganzen Borkenrinde-Kram. Mit der Borke von diesem Trollbaum. Genau, wenn wir das alles haben, dann können wir uns auch mal die Geschichte anhören, die sie zu erzählen weiß. Hat's wieder gedreht. Ja, das heißt, wir müssen in den Sumpf. Toll. Sollen wir in den Sumpf gehen? Weil ansonsten bleibt uns ja nicht allzu viel übrig. Wir könnten noch bei Riebe vorbei. Bei der Dame in Ribe vorbei. Hier, glaube ich, war das. Genau, beim Jarl. Das sollten wir vielleicht auch mal machen, damit wir dann alles beisammen haben. Nuki. Frostason. Und Sigmund. Okay, wir kommen in die Nähe und werden direkt angequatscht. Beziehungsweise hören mit. Der rechte Wächter ist ein schlaksiger Blondschopf mit beinahe unsichtbaren Augenbrauen. Scheiß Gelte hier draußen. Der linke Wächter ist ein beleibter Mann mit rundem Gesicht und traurigen Augen. Sie stehen in der Kälte um ein Feuer herum. Das ist doch keine Arbeit für einen Kämpfer wie uns. Also für Kämpfer wie uns. Langeweile. Zähne klappern. Sie hören auf zu jammern und sehen dich an. Ja, meckern alle Huskale von Jarl Ragnhild so herum. Wenn du hier den lieben langen Tag in der Kälte herumstehen würdest. Leute kommen und gehen, kein Ruhm, ja nicht einmal ein guter Kampf. Da würdest du sicher genauso jammern. Tja, wer seid ihr überhaupt? Das ist nun mal eine gute Frage. Der erste Wächter deutet auf seine Kollegin. Kollegin? Gerade eben hieß es doch irgendwie ein dickköpfiger Mann. Jetzt ist es eine Kollegin. Nuki? Das ist Nuki. Okay. Nuki sieht seinen Landsmann an. Das ist Sigmund. Okay. Kinder jammern. Die Besten von uns handeln. Und was sollen wir tun? Wir dürfen den Eingang des Langhauses nicht aus den Augen lassen. Dir wird schon mal was einfallen. Die beiden Wachen sehen sich lakonisch an. Ja, schauen wir uns mal im Hof um. Eine Tafel ist mit warmen Speisen gedeckt, die in der kalten Luft noch dampfen. An einer Wand des Langhauses stehen Fässer zum Anzapfen bereit. Warum wurden diese Speisen zubereitet, wenn doch niemand an dem Tisch sitzt? Der Jarl hat Besuch bekommen von einem Gobi und seiner Gefolgschaft. Ich glaube, sie sind den ganzen Weg von Glavendrup hierher gekommen. Ein blasses Kerlchen ist das. Kein Wunder, wenn er und seine Leute weder essen noch trinken wollen. Eine Schande, das viele Essen und die Getränke einfach so stehen zu lassen. Schade drum. Naja, Leute, es sollte wirklich nicht derart vergeudet werden. Die beiden Wachleute sehen sich lächelnd an. Man könnte es doch so sehen.
dass es unsere Pflicht ist, als gute Huskale dafür zu sorgen, dass die harte Arbeit der Sklaven anerkannt wird. Und wir dürfen unsere Pflichten doch nicht vernachlässigen. Also gut, ein Wettbewerb wie Thor und in Utgard. Tja, den Wettbewerb kenne ich nicht, aber sei es drum. Macht mal, was ihr wollt. Ich gehe schon mal rein. Ob die uns auch anders reingelassen hätten? Keine Ahnung. Aber ich fand es witzig, den Leuten die Disziplin zu verderben. Okay, es gibt hier ein paar Handlanger. Ansonsten kann ich mir nichts aneignen oder anschauen. Ragnhild die Weiße. Ja, mit der plaudern wir jetzt eine kleine Runde. Mal sehen, was sie uns zu sagen hat. Ragnhild die Weiße steht höflich auf und ergreift dein Handgelenk, als du zu ihr kommst. Willkommen in Ribe, Loki. Was verschafft uns die Ehre deines Besuchs? Ja, ich bin gekommen, um an deinem Marktplatz zu handeln. Klingt gut. Sehr gut. Wie immer bist du herzlich willkommen, hier Geschäfte zu machen. Tja, und ich möchte dich auch bitten, uns die Erlaubnis zu geben, eine Mannschaft für mein Schiff anzuheuern. Für eine Expedition? Ich habe nichts dagegen, aber ich spreche dir dieselbe Warnung aus wie einst deinem Vater. Bleib in bekanntem Gebiet, wenn dir dein Leben lieb ist. Na gut, der Tarnis Ghul versucht in mein Territorium vorzudringen. Ich muss woanders nach Hilfe suchen. Danke, trotzdem möchte ich es wagen. Ich werde deinen Rat mir deinen Rat zu Herzen nehmen. Ich würde sagen, wir beschuldigen gleich mal den Tane. Einfach, dass sie vielleicht sich schon auf unsere Seite stellen könnte. Tarnis Ghul versucht in mein Territorium vorzudringen. Ich muss woanders nach Hilfe suchen. Das ist eine ernste Anschuldigung. Hast du Beweise dafür? Ja, ich arbeite daran, aber jetzt bin ich einfach nur hier, um meine Mannschaft anzuheuern. Mach einen Aushang, dass du eine Mannschaft suchst. Oft sind Söldner in der Stadt, die mit meinen Gefolgsleuten trainieren. Ja, das sprechen wir auch einfach mal an. Ich habe Gerüchte gehört, dass in den Sümpfen Leute verschwunden sind. Ich möchte, dass Reisende unsere Stadt sicher erreichen und verlassen können. Wenn nicht bald etwas unternommen wird, bekommt Ribe noch einen schlechten Ruf. Ich werde denjenigen mit Silber überhäufen, der es wagt, die Sache auf den Grund zu gehen und das Problem zu beseitigen. Naja, ich habe keine Angst, also gestatte mir doch der Sache nachzugehen. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, selbstverständlich. Toll, wir haben neue Aufgabe, wir sprechen uns später. Wenn du Rat suchst, komm ruhig zu mir. Ich habe stets ein offenes Ohr für meine Kollegen. Ja, sie ist wahrscheinlich aber auch gewiefter, als sie hier scheint. Sie ist nicht so die nette Dame, die uns immer hilft, sondern wenn wir mit unseren Problemen zu ihr kommen, hat sie natürlich dann auch Informationen, die sie vielleicht auch mal gegen uns einsetzen könnte. Aber sie ist natürlich auch immer bereit zu geben, damit man noch zu ihr kommt. Und ihre arglose, scheinende Art ist wahrscheinlich dann auch extrem, ja, extrem nützlich für sie. Die nette Oma, die uns immer helfen möchte. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier mal einen Ausgang finden, weil wir uns jetzt in den Sumpf stürzen möchten. Wir haben jetzt zwei Aufgaben im Sumpf. Wo ist der Ausgang? Bin ich jetzt falsch gelaufen, oder? Nö, da müsste das Ding doch sein. Ah, hier unten. Komplett übersehen. So, jetzt müsste mir was Schlaues einfallen, weil unsere Leute sind im Moment sowieso extrem geschwächt und... seht mal, Weitlager besetzt.
Viel Nahrung, normaler Unterschlupf, hohe Sicherheit. Aber das Ding ist besetzt, da kommen wir also nicht hin. Und beziehungsweise nicht ohne irgendwie auch niemanden anzuecken. Wir haben 3 Verletzte, einen Ermüdeten und 5 von unseren Leuten sind loyal. Also, wichtig für mich, ich glaube, ich gehe hier erstmal zum Waldlager. Genau, wir werden nämlich jetzt erstmal lagern müssen. Wir versuchen, unsere Wunden zu verpflegen, uns wieder auszukurieren. Zumindest den einen oder anderen wieder zusammenzutackern. Vielleicht können wir uns dann im nächsten Kampf auch ein bisschen besser durchsetzen. Er hat eine Stichwunde, hält die erste Wache. Hier wird gekocht und ausgeruht. Die Aedes, die wird auf jeden Fall in unseren nächsten Kämpfen mitmachen dürfen. Gunnar nicht. Der ist mir zu tot. Ketil macht mit. Loki, da müssen wir was tun. Der ist wirklich nur noch Opfer an der ganzen Geschichte. Und sie ist gesund. Ich würde sagen, wir ändern das hier mal ab. Wir holen hier Loki. Und der soll mal sich mal um das Bein kümmern. Hier können wir nochmal Loki versorgen. Und hier als letzten holen wir dann nochmal dazu den Gunnar. Der kriegt nochmal eine kritische Wunde versorgt. Kritische Verletzung erhöht die Abzug auf die Kosten erheblich und die Verschlechterung und Risiken steigt um 30 Punkte. Also es kann sich hier alles mal so schön verschlechtern. Versucht nochmal die kritischen Wunden loszuwerden. Die Brustverletzung müsste ich auch irgendwann loswerden, das ist echt... Wir helfen erstmal bei einem Bein und nach wird alles andere zusammengetackert. Beziehungsweise kann ich hier... Ich kann hier ins Questbuch auch ein Fertigkeitsbäumchen rein. Vielleicht kann ich sie nochmal verbessern in ihren Heilkundeaktivitäten. 12 Punkte frei. Das wird wohl nicht helfen, um zu heilen. Heilung. Wir kriegen das, die Versorgung da nicht so gut hin. Beine decken, taktische Bewegung verspotten, Hexenkunst. Hexenkunst, können wir das nochmal irgendwie? Nö. Können wir auch nicht steigern. Kochen brauchst du nicht. Pökeln, eher uninteressant. Guter Patient. Naja gut, das brauchst du nicht. Sie ist ja eigentlich die heilende Person. Vielleicht können wir hier mal einen guten Patienten aus dir machen. Ja komm, verbessern wir uns mal als gute Patienten. Die Leute, die es müssen, die ganze Zeit auf die Ohren gekriegt haben. Hier auch. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Wenn man ein guter Patient ist, kann man sich dann auch mal auskurieren. Vielleicht heilt man ja auch von selbst. Ich weiß es nicht. Und hier hätte ich gerne nochmal die Heilung. Gunnar, das bitte annehmen. Ja, sehr schön. Ansonsten macht sie uns Medizin. Wir haben nicht mehr so viel Medizin übrig. Verzichte mal auf die Medizin. Wir wollten ja auch noch Aslife versorgen. Vielleicht kriegen wir wirklich alle nochmal gesund. Und ansonsten einmal lagern. Schicht 2, 3, 4. Mal sehen, was draus geworden ist. Lokis Bein bleibt kritisch. Gunnar wird von schwer auf kritisch bei der Brust gestuft. Okay, Astlife kann sich retten. Loki bleibt so richtig unversorgt. Ach, das ist furchtbar. Gut, so funktioniert das nicht. Wir versuchen das Ganze mit dem Heilen nochmal. Ja, die Aufstellung bleibt. Genau, das bleibt auch. Oskar wird jetzt keine Ruhe finden, bis ihr alle geheilt sind. Lager aufstellen.
Aha, es geht voran. Bein verschlechtert sich. Das Schlimme ist, kostet ja alles Zeit. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Oh ja, okay, das sieht noch gut aus. Wir sind jetzt beim 26. Februar. Wir haben also noch 20 Tage. 20 Tage, 2, 3, 6 Tage brauchen wir wieder zurück. Denke ich mal. Also, wir heilen uns nochmal aus. Es wäre ganz schön, wenn da der Loki mal wieder laufen könnte. Vielleicht kriegen wir auch die anderen wieder gesund. So, Aslife braucht nicht mehr versorgt zu werden. Sie kriegt ihre Ruhe, mehr oder weniger. Sie heilt erstmal unseren Loki. Das Bein muss ab. Könntest du vielleicht ein bisschen Hexenkunst, Medizin herstellen? Ich habe keine Medizin mehr. Noch mehr Medizin herstellen. Heilen. Ja gut, wir wissen nicht, wie viel Medizin wir herstellen können. Das heißt, wir können nicht heilen. Na toll. Da geht nochmal ein ganzer Tag drauf. Hätte ich das mal vorher gewusst. Oder bedacht. Gut, solange die beiden sich hier nicht verschlimmern, könnte das alles ja gut gehen. Wache haben wir. Futter wird gemacht. Er geht jagen. Ruht sich aus. Alle anderen ruhen sich auch aus. Ja, geht mal noch einen Tag ins Land. Sechs. Wir haben kein Fleisch mehr. Kraut und Rationen sind vier. Okay. Ich glaube, wir haben hier alles abgejagt. Na komm, wir können ja noch mal eine Nacht hier schlafen. Mal sehen, wie viel Medizin momentan ausreicht. Haben sechs Medizin. Okay, sie stellt noch mal ein bisschen Medizin her, heilt dann dieses Bein von Loki, das weitaus mehr kostet. 16 kostet das. Oder Gunnars Bein. Sollen wir Gunnars Bein heilen? Kostet 5, das kriegt sie hin. Nee, Loki ist die Hauptfigur. Gunnar kann sich später noch weiter peu à peu ausheilen. Wir holen hier die leichte Schnittwunde, versorgen die. Stellen dann nochmal zweimal Medizin her und danach geht's. Genau, danach geht's in die große weite Welt. Dann versuchen wir uns durch den Sumpf zu schlagen. Gunnar darf dann auch zu Hause bleiben oder außen vor. Loki ist gesund. Okay, Gunnars Brust ist fatal. Tja. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, der stirbt uns gleich. Egal. Wir müssen jetzt in den Sumpf. Ich habe keine andere Wahl. Als ihr die Wälder durchquert, hört ihr von irgendwoher Leute streiten, nicht laute. Zwischen den Bäumen entdeckst du drei Männer, die gerade eine hitzige Debatte führen. Einer von ihnen ist klein, einer ist kräftig und einer ist fett. Der kleine rothaarige Mann kratzt sich den geflochtenen Bart. Das ist Erik. Ich habe euch doch gesagt, wir hätten am Runstein links abbiegen und dem nördlichen Ufer des Sees folgen müssen. Der kräftige Mann glotzt ihn unter seinen buschigen blonden Augenbrauen hervor an. Rechts. Nein, links. Jetzt haben wir uns verlaufen. Wieder einmal. Der fette Mann zieht seine Finger aus der Nase und entdeckt euch währenddessen. Er ruft euch ein paar warnende Worte zu, sein Akzent ist jedoch so stark, dass ihr kaum ein Wort versteht. Du nimmst an, dass er irgendwoher aus dem östlichen Zipfel Svealands stammen muss.
Zeigt euch oder lernt die Spitze meines Schwertes kennen. Ich bin Loki, Sohn des Sigthorn. Auch auf Reise, was? Wir wollen nach Ribe. Aber irgendwie haben wir uns, verlaufen. Der Fette grummelt in seinem üppigen blonden Bart. Du nimmst an, dass er sich schämt. Ja, irgendwie bin ich wohl selbst ein wenig vom Weg abgekommen. Ich kann euch sagen, wie ihr dorthin kommt. Es ist eine lange Geschichte, doch letztendlich stellt sich heraus, dass die meisten ihre Probleme dem ständigen Gezanke ihrer miserablen Orientierungssinn sowie einer Verkettung widriger Umstände geschuldet sind. Trotz alledem gelingt es dir, ihnen eine unmissverständliche, eindeutige Wegbeschreibung zur Stadt einzubläuen. Wir haben Glück, Jungs. Und du? Du hast uns einen großen Gefallen getan. Zum Dank spendieren wir dir ein Bierchen und dazu auch die Geschichte, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Naja, gut, zu einem Bier bin ich nicht abgeneigt, vielleicht gibt's Proviantzuwachs. Du machst es dir gemütlich und hörst dir ihre reichlich übertrieben wirkende Geschichte an. Das Bier macht dich zwar etwas leichtgläubig, aber dennoch bist du dir am Ende sicher, dass sie sich das meiste davon nur ausgedacht haben. Nichtsdestotrotz war es eine fesselnde Geschichte. Und als du dich verabschiedest, ist es deutlich später geworden als erwartet. Ja gut, damit kann ich leben. Sumpf, los. Tja, wer geht mit? Aslaif geht mit. Aedis geht mit. Und Rostva geht mit. Unser Gunnar bleibt hier, wie es sich gehört. Der ist nämlich ziemlich fertig. Wäre wahrscheinlich keine große Hilfe. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier losgeht im Sumpf. Ob es gleich losgeht oder ob wir erstmal was suchen müssen. Wir müssen wohl erstmal was suchen. Das ist prima. Dann bietet sich das hier an für eine kleine Pause. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder mit ein. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.